Der Zweite ist immer der erste Verlierer, sagt ein Sprichwort. Das wollen die Footballer der Dresden Monarchs nicht noch einmal erleben. Nun haben sie mit neuem und altem Personal die Mission Meisterschaft begonnen. Zentral dabei vor allem der neue Cheftrainer John Leighton. Der in Australien geborene Niederländer soll das Dresdner Top-Team noch besser machen. Der Defense-Spezialist zählt mit seinen 48 Jahren bereits zur europäischen Trainerelite. Und dies allerspätestens seit dem Gewinn des World Bowls 2005 mit Amsterdam. Von daher wundert es einen auch nicht, dass man bei den Königlichen nicht unbedingt bescheiden ist. Unsere Ziel ist, genügend Spiele zu gewinnen, so wie in die Playoffs kommen. Und wenn wir in die Playoffs sind, ist es jede Woche ein Spiel und dann geht es auf zu der German Bowl. Aber wir spielen in GFL für die Meisterschaft, ja. Der akribisch arbeitende Kopf des Trainerteams kann auf insgesamt 9 neue Spieler zurückgreifen, die bisher noch nie für die Dresdner angetreten sind. Hierzu gehören natürlich Amerikaner, Franzosen, Australier, aber auch 4 Spieler aus Polen. Die Polen-Connection sollte eigentlich bereits in der vergangenen Spielzeit greifen, aber logistische Probleme verhinderten dies. Immerhin kommen die Jungs für die Trainingseinheiten jedes Mal extra aus Breslau angereist. Willst du mit mir ausgehen? Was mich sehr beeindruckt hat, dass wir eigentlich schon von den Fans, nicht nur von den Spielern, sondern als die mitbekommen haben, dass wir im Team sind, dass wir unterschrieben haben, dann haben die uns einfach im Facebook angeschrieben, haben uns herzlich willkommen, so weißt du genannt. Es war super, wir waren alle echt überrascht. Ich wusste das schon von Anfang an, weil ich schon länger in Deutschland gespielt habe und jeder hat immer davon gesprochen, dass hier in Dresden besonders die Community-Familie so groß ist und jeder ist stolz, Dresdner zu sein, hier im Monarch. Und ja, wir wollen auch Teil von der Familie sein. Und wir wurden super aufgenommen. Also wir sind echt beeindruckt. Den Kern der Dresdner Mannschaft bilden allerdings noch die einheimischen Spieler. Doch Meisterqualitäten entwickeln sie nur mit der Unterstützung durch Topspieler aus dem Ausland. Und da merkt der Beobachter richtig, dass alle hier richtig froh sind, dass er wieder da ist. Der Chef. Quarterback Jeff Welch ist an der Bernsdorfer Straße angekommen, um die Mission Titel in Angriff zu nehmen. Ja, ich bin wirklich froh, wieder hier zu sein. Darauf warte ich schon, seitdem ich abgereist bin. Ich freue mich, wieder auf den Platz hinauszugehen und endlich wieder Football zu spielen. Welchs kongenialer Partner Trevor Deed stößt erst nach dem Trainingscamp wieder zur Mannschaft. Ziel des Vizemeisters ist es, die Gegner in der deutschen Football-Liga mit freundlicher Kaltblütigkeit einfach mal abzufrühstücken. Dahin zielt auch das Training von John Leighton, der mit seiner Trainingskultur, hart arbeiten, aber Spaß haben, ein neues Team formieren will. Wir möchten unberechenbar sein. Das Laufen oder das Pass. Wir machen, was wir müssen, zu gewinnen. Das ist einfach, wie wir das sehen. Schöne Notiz am Rande. Die harte Arbeit der letzten Wochen und Jahre hat sich für die Monarchs-Spieler Ivo Schönberner und den Kicker Jan Hilgenfeld gelohnt, die sich mit der deutschen Nationalmannschaft aufmachen zum Länderspiel nach Japan. Es ist ein Auswärtsspiel sozusagen in einem anderen Land. Mal gucken, wie da so die Verhältnisse sind. Ich freue mich natürlich riesig, dort dabei zu sein mit Ivo, gemeinsam von Dresden Monarchs. Und das ist was ganz Neues für mich. Ich habe auch schon in der Europameisterschaft zur Europameisterschaft vor 2 Jahren mitgespielt, 4 Jahren mitgespielt. Und ja, aber es ist was ganz anderes, nach Japan auswärts sozusagen dort loszulegen. Wie sich die Monarchs im Jahr 1 nach Trainer Gary Spielbühler präsentieren, zeigen sie bereits am kommenden Wochenende. Dann treffen die Königlichen zum Preseason Game auf die Rhein-Neckar Bandits. Die Lunte für die anderen deutschen Football-Teams ist jedenfalls gelegt.